Willst du sagen, du hast dich ein bisschen verknallt? Ja, was willst du von mir, Mann? Er kriegt dich, wie er möchte. Er kriegt dich da so hingeformt. Er ist jetzt verknallt in dich, ja, ja. Ich mag Jenny echt wahnsinnig gern. Ich habe eine Bindung zu ihr, die ich aktuell auf dem Stand mit keiner anderen Frau habe. Auch nicht mit dir. Wow, mega. Lukas, du machst Fortschritte. Wow, ich bin wirklich positiv beeindruckt. Vergiss es. Vergiss es. Ich nehme sie mir selber runter. Ich mag das gar nicht. Ich bin dazu der Romantischer. Okay. Wow, kein Problem. Also, das ist nicht böse gemeint, aber ich suche halt einen Mann und keinen Clown. Okay, und warum warst du da mit Nicola? Spaß. Die ist ja immer wieder. Du hast recht, es gab einfach Sticheln, ne? Sorry, sowas macht man nicht in einer Freundschaft. Aber du hast doch nicht wirklich gedacht, dass Nadja eine Freundin sein kann. Please hold for a very important message. Schnuffelhasen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Saniel, dein Lieblingsroster mit Herz und ich heiße dich willkommen zu einem neuen Video. Wieder hier aus dem anderen Zimmer, aus meinem Wohnzimmer. First things first, okay? Ich muss jetzt hier ein Announcement machen. Und zwar, liebe Leute, werde ich den Dschungel nicht mehr hier kommentieren. Das ist zu viel. Leute, es ist zu viel. Ja, ich habe es verstanden. Also es ist einmal für mich zu viel. Ich glaube, es ist auch für euch zu viel. Wir hatten jetzt vorgestern 3 Videos. Excuse me. Nein. Also jeden Tag ein Video war schon eine Steigerung, weil wir waren eigentlich immer so bei 4 Videos die Woche. Ja, dann sind wir seitdem Gabi da ist auf 7 Stück hochgegangen und jetzt reicht's mal. Ne? Was ich aber machen werde, ist, ich werde, weil ich gucke ja gar kein Fernsehen mehr. Ne? So. Gucke ich nicht. Ich sitze hier nie und gucke, weil ich mir so denke, ja, ich gucke eh schon so viel Trash-TV mit euch. Ich werde mir den Dschungel, werde ich mir jeden Abend angucken und dann werde ich, wenn ich was ganz Brisantes dazu erfahre, sehe, feststelle, werde ich das auf Insta posten. Ne? Dann werde ich das so abfilmen und dann so sagen, oh mein Gott, hast du gesehen und so. Und ich werde es vielleicht hier auch nochmal ein bisschen mit euch besprechen, aber ich mache jetzt hier keine Reactions mehr zum Dschungel. Das war's ja noch. Also das ist zu viel, Leute. Wirklich. Das macht dann auch, man kann nicht alles kommentieren. Muss ich auch mal feststellen, so, ne? Genau. Also willkommen zu einem neuen Video. By the way, falls es jemandem aufgefallen ist, seht ihr, dass diese Tür jetzt die Klinken hat, die ich wollte. Haben wir darüber schon mal gesprochen? Da waren vorher so komische, so runde, so 2. Aber weil meine Eingangstür so ein Ding hat, ne, wollte ich das in jeder Zimmertür auch sowas ist. Und ich wollte unbedingt diese Zimmertür behalten, aber die ging nicht zu. Die hier ging nicht zu und die in der Küche ging nicht zu. Und ich hatte euch ja erzählt, dass mein Handwerker ja dann angefangen hat, mich zu, nicht roasten, sondern zu ghosten. Und da war ich ziemlich empört, wisst ihr ja. Aber guess what? Er war da. Ich habe nur einmal eine spicige Nachricht schreiben müssen. Und zwar, ich rufe die Polizei und dann hat er gesagt, auf einmal, Herr, wo ist das Problem? Dann ist so, wo das Problem ist. Dann habe ich ihm eine Voice aufgenommen und gesagt, wo das Problem ist, willst du mich verarschen? Du ghostest mich. Du hast die ganzen Türklinken noch. Du hast meinen Akkuschrauber. Du hast, der hatte noch Sachen von mir, die er einfach mitgenommen hatte. Und ich konnte damit nicht friedlich werden, dass der mich jetzt nicht mehr kontaktiert. Ja, dann war der da. Ja. Und er hat die Türen wieder hinbekommen. Dann hat er noch so einen Lichtschalter kaputt gemacht, weil er irgendwas komisch verbunden hat. Ich wollte, dass er das heil macht. Sorry, aber ich habe heute gar nichts getrunken. So. Ich wollte, dass er das heil macht und das hat er jetzt. Er muss jetzt noch einmal kommen am Montag, weil ein, zwei Sachen nicht fertig geworden sind und dann ist gut. Und wisst ihr, wie sich das für mich anfühlte? Richtig gut. Richtig friedlich. Wirklich. Weil ich mir so dachte, nee. Meine Vater-Issues habe ich jetzt damit bekämpft. Daddy ist wiedergekommen. Nee, irgendwo ist das bestimmt auch miteinander verworren. Frag mich nicht wo, aber bestimmt hat es in irgendeiner Abteilung auch was damit zu tun. Aber nee, ich wollte das nicht. Ich wollte, dass er das macht. Und wisst ihr, wie toll sich das anfühlt, wenn diese Türen einfach zugehen? Ich finde das so geil, die gingen vorher nicht zu. Warte mal, ich will das einmal mit euch feiern. Guck mal bitte. Diese Türen gingen einfach nicht zu. So, und jetzt geht sie auf. Ich könnte rausgehen, wenn ich wollte. Und sie geht richtig schön zu. Und das finde ich so toll. Das hier, das ist giving me my childhood. Ja, Doni, siehst du, ne?
giving me my childhood, weil in meiner Childhood hatten wir auch solche Türen und solche Türklinken. Und jetzt habe ich die endlich wieder. Heute reden wir über Eyes One Folge 8. Ja? An dieser Stelle ist das Thema RTL Plus Premium Abo ein Thema. Du bekommst über mich im ersten und im zweiten Monat 50% Rabatt auf deinen RTL Plus Premium Account. Alles, was du dazu brauchst, ist mein Rabattcode ZEILEN50. Und die genaue Anleitung findest du eine Etage tiefer, also genau hier runter. Das wollte ich dir sagen. Dann wollte ich dir sagen, wenn dieses Video dir gefällt, klicke bitte unbedingt auf Gefällt mir. Das ist sehr, sehr wichtig, okay? Sehr, sehr wichtig für mich und für den Algorithmus und für YouTube und für alles. Lass einen Kommi da, lass mich wissen, wie es dir heute geht, was du darüber denkst, dass ich das Dschungelcamp nicht mehr kommentieren werde und wie dir meine Tür gefällt. Ja, ich will es gerne wissen. Und dann würde ich tatsächlich zum Kommentar des Tages übergehen. Wir machen Watchy Watchy, Looky Looky. Okay, was sagt ihr? Ich liebe die Kommentare. Oh, das ist süß. Das ist jetzt mal inhaltlich nicht so, wie soll ich das sagen, super viel. Und zwar Dogcare Klinik e.V. Save the Animals. Das ist natürlich jetzt eine Sache, die durch das Kommentieren des Dschungels jetzt erstmal so in diesem Rahmen wegfällt. Nichtsdestotrotz, denkt an die Dogcare Klinik. Ich werde immer mal wieder versuchen, darauf aufmerksam zu machen. Ihr könnt für mich voten. Und zwar habe ich das T-Shirt hier nämlich noch da. Und zwar gebt ihr einfach auf PayPal unter Freunde Dogcare Klinik ein und könnt für die Süßen was spenden. Ich habe hier noch ein kleines Video für euch aus der Welpenabteilung. Genau, das sind die süßen Mäuse. Soll ich den aufhalten? Ja! Ja! So, ja. Falls ihr noch was übrig habt, könnt ihr gerne etwas rüber schicken. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit bis hierhin. Und ja, ansonsten, was mich gerade beschäftigt ist, ich fühle mich gerade gut, dass ich den Dschungel nicht kommentiere. Weil Leute, es fühlte sich ein bisschen an wie ein Gefängnis, weil es wirklich sehr, sehr viel war. Und es war auch so ein bisschen FOMO, hä, was soll ich jetzt noch alles kommentieren und so. Und jetzt diese Entscheidung getroffen zu haben, dass ich es nicht mehr tue, fühlt sich gut an. Gibt es bei euch gerade im Leben etwas, wo ihr sagt, ich kann nicht mehr, es schnürt mir alles zum Atmen ab, ja? Und überlegt ihr, etwas dagegen zu unternehmen? Und habe ich euch eventuell damit motiviert, das auch zu tun? Let's me know, ne? Weil ihr müsst nichts tun. Ihr müsst euch nichts, man muss sich eigentlich so gut wie nichts fügen, ja? Selbst wenn der Job richtig scheiße ist, es gibt auch noch andere Jobs. Auch wenn das alles manchmal sehr, 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 sehr unmöglich scheint. Ich glaube, es ist nicht unmöglich. Ich bin mir ziemlich sicher. Und dennoch, ich erwische mich selber immer wieder in Situationen, wo ich so denke, nee, aber hier kommst du jetzt wirklich nicht raus. Weil da hast du so ein, da hast du so eine Komfortabilität oder so einen Vorteil oder so. Das geht nicht. Keiner kann das. Aber das ist nicht so, die Leute. Liebe Leute, wir können uns aus allem befreien. Glauben Sie mir. Glauben Sie mir. Okay? And now we start. Sollte heute kein weiteres Licht angehen, dann ist das ein Blackout und ihr verliert auf einen Schlag 50.000 Euro. Habt ihr sie gehört? Sie sind so, außer ich. Habt ihr alle gehört for the record? Außer ich. Weil ich bekomme mein Geld. Drei Lichter. Genauso wie in der letzten Matching Night. Also, wenn nicht, ist schon traurig. Können Sie nicht verschlechtert haben? Wow. Nein. No way. Also, sorry, aber was ist das? Ja, beschissen, ne? Messing ist verkackt, was soll ich sagen, ne? Ja, so. Es hätte mich jetzt auch gewundert, wenn ihr viel, viel mehr geschafft hättet, Leute. Ihr seid irgendwie alle mit der gleichen Scheiße jeden Tag beschäftigt. Ich wusste eh, mit der Truppe kann ich nichts gewinnen, ey, so viel Chaos wie hier herrscht. Also ganz ehrlich, dann lieber guck mich auf mich, dass ich hier auf der safe Seite bin. So unsympathisch.
Sie hat sich doch dann dafür schon entschuldigt, weil es eine Fehlentscheidung war und jetzt wieder doch nicht. Was, Girl? Was ist los bei dir? Nicht knutschen. Ja, du willst ja auch nicht, dass ich das mache, oder? Oder? Ich frage dich jetzt. Hast du keine eigene Meinung? Er ist richtig so... so eine Fahne. Was ist denn deine Meinung? Ja, also ich dachte, das wäre jetzt die Absprache. Merkst du nicht, dass du mit einer leeren Hülle sprichst? So, was ich nicht machen darf, ist einfach, ja, kein Sex geht nicht und wirklich so intim mit jemandem werden. Alles andere ist easy, verstehe ich vollkommen. Ach du Scheiße. Oh Gott, es wird immer schlimmer. Desto länger ich ihm zuschaue, desto schlimmer wird dieser Unfall. Hat Linda bei dir Hand angelegt? Ja. Echt? Oh Gott, sie ist so unangenehm. Sie, also ihr und Nicola hat diese Show gar nichts Gutes getan bis jetzt. Sie hat auch gesagt, wenn sie dann Sachen erfährt in der Matching Night, dann kann sie dann jetzt endlich den Kontakt zu Lukas abbrechen. So. Jetzt, sie will das aber auch nicht glauben. Wenn sie so Sachen hört, geht sie extra noch ein zweites und ein drittes und ein viertes Mal hin. Die bleibt eh weiter dran an dem Kleben wie ein Kaugummi. Ich habe es euch gesagt. Wir haben klar kommuniziert, dass wir beide hier uns auch Freiraum lassen. Du hast mir gesagt, dass das einzige No-Go hier wäre, dass ich Sex mit jemandem... Moment mal! So viel war da jetzt auch nicht. Wenn du intim wirst mit jemandem oder körperlich, wenn man sich an die Genitalien anpackt. Okay. Ja, mir wurde keiner runtergeholt oder irgendwas. Ich brauche eine klare Linie. Und deswegen ist dieses Blogging statt Shocking so wichtig mit so toxischen Menschen. Versteht ihr? Weil die spielen ja einfach immer weiter mit euch. Das ist ja das Ding. Die spielen immer weiter mit euch. Das ist so, die spielen so lange Flummi mit euch, bis ihr, solange ihr das zulässt. Ne? Also sie war jetzt schon wieder so weit zu sagen, nee, Grenzüberschreitung, ich gehe. Nee, geht sie doch nicht. Weil dann kommt er und sagt so, hey, das wusste ich gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass dich das stören könnte. Weißt du, was ich brauche? Ich brauche eine klare Kommunikation. Nee, weißt du, was du brauchst? Du brauchst einmal einen Nackenschlag, dass du einmal klarkommst. Willst du sagen, du hast dich ein bisschen verknallt? Ja, was willst du von mir, Mann? Er kriegt dich, wie er möchte. Er kriegt dich da so hingeformt. Er ist jetzt verknallt in dich, ja, ja. Mhm. In dich und in das Model. Und so, genau überall, wo es was zu holen gibt, ist er halt verknallt. Ich auch. Und dann sie ist so peinlich und jetzt ist sie schon wieder in seinem Arm. Sie ist so eine peinliche Kandidatin. Ich meine es wirklich ernst, Schatz. Das schadet deiner Reputation so sehr. Es ist schon definitiv eher verknallt. Kein Wunder, dass sie immer nur toxische Dudes an der Backe hat. Ehrlich. Und das wird genauso weitergehen, Schatz. Und wie du gerade auch gesehen hast, haben Danny und ich uns gerade wieder ausgesprochen und vertragen und uns darauf geeinigt, dass wir erstmal eine rein exklusive Sache hier machen. Oh ja, aber das ist ja schon mal schon krass, dass er ihr das dann auch sagt, ne? Das habe ich jetzt nicht erwartet, ehrlicherweise. Bist du gerade mehr enttäuscht oder was ich meine? Ich finde es traurig ein bisschen. Also ich finde es einfach nur traurig, dass ich deinen Dödel nicht mal anfassen kann. Sonst ist alles gut, also wirklich, ist schon okay. Ich bin nur traurig, dass ich den kleinen Lukas halt nicht mehr anfassen darf, so damit ich dich in süße Träume wiege. Ich bin bereit, mit dir zu jedem Spiel und auf jedes Date zu gehen. Und dich weiter einfach kennenzulernen, um weiter herauszufinden, ob wir beide ein perfekt Match sind. Das gibt gar keinen Sinn. Wie kann man exklusiv sein, andere Leute trotzdem kennenlernen wollen? Ja. Er ist ja noch sehr jung, ne? Nee, ist er nicht, ne? Er ist auch so um die 30 oder drüber, ne? Ja. Willst du ihm das denn vielleicht erklären mit deinen 24? Wie das eben nicht so ganz gut zusammenpasst. But that's what it is. Ja, verquirlte Scheiße in deinem Kopf. Ich mag Jenny echt wahnsinnig gern. Ich habe eine Bindung zu ihr, die ich aktuell auf dem Stand mit keiner anderen Frau habe. Auch nicht mit dir. Wow, mega. Lukas, du machst Fortschritte. Wow, ich bin wirklich positiv beeindruckt. Der soll originalgetreu sein, ne? Und ich hoffe, dass die Taktik besser klappt. Ja, das war auf jeden Fall ein bisschen Sabotage von Lukas. Sabotage? Nö, ich finde, ehrlicherweise bin ich der Einzige, der sich ein bisschen Kopf gemacht hat bei dem Spiel. So, Jungs, würde ich sagen, komm, erlöse ich euch. Machen wir Stopp. Ich weiß nicht, welcher Mann zu dick aufgetragen hat. Ja. Und ich hab's ja auch nicht ganz perfekt gemacht, aber genauso wie es ist, passt eigentlich, ne? So, ne? Also erstmal würde ich sagen, ich weiß nicht, wie viel Prozent der Männer bei diesem Spiel
ehrlich sind. Ich bin ein bisschen überrascht von Lukas, dem sein Ding, weil bei dem hätte ich jetzt vermutet, dass er sich da auf gar keinen Fall einen Scherz auf seine Kosten erlaubt. Ich habe ihn sonst auch nicht so viele Scherze über sich machen hören. Und aber gut, okay. Oder es ist eine Absprache mit, nein, nee, da habe ich jetzt einfach mal überrascht. Genau, bei Antonino denke ich, habe ich gefühlt, war so ein Feeling, so eine Big Dick Energy. Deswegen ist er mir, glaube ich, sympathisch. Und jetzt gucken wir mal weiter, ne? Ich habe das Stück von meinem Favorite nicht gesehen, von der mit den langen Haaren. Ich habe auch kurz seinen Namen jetzt vergessen, vor lauter Schwänzen. Ah ja, gut, Nadja. Also dir gefällt wohl das Stück vom Osan sehr gut. Ja, lieber Sena, das ist das beste Stück von Mark Robin. Ach krass. Ja, Mensch, das passt doch richtig gut. Ihr zwei habt ja eh eine Verbindung. Also ich hatte bei dem Spiel gerade so das Gefühl, dass Lukas halt mit Absicht nicht auf das Date gehen möchte. Können wir gleich mal reden? Klar. Sind wir mal ehrlich, welche Frau entscheidet sich freiwillig für einen kleinen Penis? Ganz schwierige Aussage. Also erstmal ganz im Ernst. Wie hohl war diese Aussage bitte? Auf einer Skala von 1 bis 10 war die maximal hohl. Ich hoffe, das weißt du. Und ich hoffe, du denkst nochmal darüber nach. Willst du sagen, dass keine Frau auf der Welt auf einen kleinen Penis stehen könnte? Das ist so dumm, Schatz. Es gibt Mikrovulven, die große Penisse gar nicht mögen. Die möchten kleine Penisse. Wie soll sich denn ein Mann jetzt mit einem kleinen Penis fühlen nach so einer Aussage bei dir? Da solltest du noch mal drüber nachdenken. Wie würdest du gerne auf ein Date gehen? Ich hätte ja gesagt mit dir, aber ich mische mich halt dann nicht ein mehr. Aber rein für das Spiel, um herauszufinden, ob wir beide ein Match finden. Ja, das von mir aus, aber dann bin ich halt viel oberflächlicher. Schreibe ich euch hier nicht? Nein. Paparazzi, catch my fly, my cocky fresh. Ja, die einsame Queen hier im Haus, die bin ich. Aber egal, Queen is Queen. Hoffentlich aber cool in ihr Standing. Siehst du, ich bin einsam, aber kein Problem. Ich halte mich. Alles hier und bei mir, wirklich. Und die Kleine, das Model, die ist schon am Manipulieren, ne? Also sie hatte kurz nachdem sie ihm da diesen Job gegeben hat, gesagt, sie hat gar kein Interesse an Lukas. Das erinnere ich noch, ne? Das ist einfach nur for fun, aber mehr sieht sie da nicht. Jetzt, wo sie ihn nicht mehr haben kann, weil er ja quasi nicht mehr will, ist sie schon pissed, also ihr Ego ist schon so ein bisschen miau. Und dann sagt sie, ja, also, weil ich finde, Lukas ist hier, heißt er Lukas oder Luca? Lukas, ne? Lukas ist hier voll in Ordnung. Er will sich auf eine Frau einlassen und sagt, ich lerne natürlich aber weiterhin alle anderen kennen für das Spiel. Ich finde auch, er ist hier sehr klar in der Kommunikation mit ihr und das sollte in Ordnung sein. So, und siehst du, nee, aber dann bin ich nicht so offen. Also, wenn ich dann Schwanz nicht in der Hand halten darf und mit dir rummachen darf, dann bin ich nicht so offen. Das ist manipulativ, Girl. Und da bist du gerade gekränkt und versuchst, ihn gerade ein bisschen aus der Reserve zu locken. Richtig schade, finde ich das. Wer ist denn für uns da? Sag uns das doch mal. Ich bin hier zum Kennenlernen. Ja, du bist ja vergeben. Ja, eben. Oh, Schatz, ihr seid richtig bedürftig. Was ist denn mit euch los? Was ist denn mit diesen beiden Frauen los? Warum bist du jetzt vergeben? Was soll das? Es sind so viele Männer noch. Ich habe versucht, einfach mich ein bisschen so zu öffnen und habe versucht, einfach diese, ja, die Energie von Osan zu fühlen auf meinem Körper ohne Berührung. War irgendwie komisch, das Gefühl, aber war was Neues. Ich glaube, das hat uns auch echt weitergebracht. So, das war jetzt so eine Vertrauensbasis irgendwie, die nochmal so ein bisschen gestärkt wurde. Also, das war die Gelnägel-Massage, liebe Leute. Die könnt ihr buchen im Spa. Die Gelnägel haben besonders starke Energien. Und ihr könnt sie spüren. In dem ganzen Körper laden sie euer Plastiklevel wieder auf. Und dann seid ihr wieder gestärkt für die neue Arbeitswoche. Ich bin jetzt auf jeden Fall neu aufgeladen. Mit Energie. Genau, Plastik, Stress. Wirklich, bin neu aufgeladen mit Kleber. Reine Energie. Also mir geht es gerade echt wieder gut. Das ist reine BPA-freie Energie. Ich mach no risk, no fun. Ey, Dana ist ja auch noch da. Hatte von euch jemand Dana auf dem Schirm? Ich mache dich so, Dana, hallo, dich gibt's auch noch? Jetzt auch, wenn wir No-Match wären,
könnte man sich trotzdem liebend gerne wirklich weiter kennenlernen. Was ist da denn los? Hallo? Marc? Marc, Robin, bist du's? Schauen wir jetzt gerade dabei zu, wie eine neue Beziehung entsteht? Können wir so mit Lucian? Also, der ist ja ganz süß mit ihr. Guck doch mal. Er ist so zum Verlieben. So zum Anbeißen. Ich muss aufhören. Oh. Die sind voll das schöne Paar. Muss man schon sagen. Ich gehe zu 100% davon aus, dass die uns beiden in die Matchbox schicken werden. Wie findet ihr die als Paar? Sag mal, oder? Tim, da wird sagen, ach, der Tim ist auch wie ein Mädchen. Tim, was ist los bei dir? Du bist so zurückhaltend. Wie zurückhaltend? Bist du? Ich finde, das Model ist sehr verzweifelt. I'm so sorry, Schatz. Du bist so eine Hübsche, ne? Aber du weißt es, glaube ich, gar nicht. Oder irgendwas anderes stimmt nicht. Das ist so... Also wie du schon am Lukas klebst und jetzt auch so an ihm und dann sagt sie gerade über ihn, er sei ein Mädchen, er kann mich nicht mal küssen. Oh mein Gott. Alles ist gut. Aber sie ist einfach nur verletzt, seht ihr das? Einfach nur verletztes Mädel, wirklich. Verletzt, will einfach nur geliebt werden, gemocht werden, hat ganz viele Zweifel, ganz schwierig. Ich bin der Meinung, dass Tim sich 100% anders verhält als noch vor ein paar Tagen. Er ist wie so ein Schoßhündchen geworden. Er wollte die ganze Zeit Spaß, offen sein, entspannt sein und dann so. Das wird ihn auch langweilen. Und wenn, dann ist das wirklich nur Publicity. Und sie braucht man nicht auf Interpretate tun, die bei Germany Shore da herumtan hat wie eine Wilde. Und dann mit dem ärgsten Fuckboy Deutschlands zusammen war. Und hier tut so auf Jungfrau Maria, also bitte. Oh oh. Also wenn Tara dich innerhalb von 2 Minuten zerhackstückelt, so auf ihre österreichische Art und Weise, wir wissen es nicht, wir wissen es nicht. Dana und, wie heißt er jetzt nochmal, voll vergessen, scheiße, ich komme nicht mehr drauf in dieser Folge, aber auf jeden Fall könnte natürlich auch PR sein, we don't know. Die Werbetrommel muss gerührt werden. Die ist einfach ruhig, sieht einfach hübsch aus. Die schaut die ganze Zeit nur so. Ja, ja. Wenn man so klopft, hast du das Gefühl, da ist Hohlraum. Da kommt nichts. Ich glaube, sie macht ganz schön viel mit euch. Ja, ich weiß. Sie ist hübscher. Sie hat viele Follower. Sie ist einfach cool. Ja, denkt ihr. Ne? Und das macht euch aber gerade auch sehr hässlich. Weil so dann über eine Person zu reden, ist dann einfach irgendwie, ja, schlechtes Marketing. Sieht scheiße aus einfach. Weil sie tut euch ja gar nichts. Sie ist ja einfach nur da und sie redet gar nicht über euch. Aber ihr seid die ganze Zeit nur so ein Fake und Gigi und bla und Girls, ihr wisst gar nicht, wie viel das gerade über euch aussagt. Aber Männer, ich sag's euch ganz ehrlich, da könnt ihr lange warten. Die Maus bleibt nur Maus und da könnt ihr machen, was ihr wollt. Aber was bringt dir das? Jetzt mal ganz im Ernst. Was bringt es dir? Warum beschäftigst du dich nicht mit deinem Leben? Warum bist du dann nicht da für dich? Warum musst du sie da jetzt so fertig machen? Warum ist es dir eine Herzensangelegenheit, dass Menschen erfahren, sie sei eine Lügnerin? Warum? Denk mal drüber nach. Guck mal, würde ich jetzt zum Beispiel, so wie andere, mit jedem rumknutschen und so, denkst du, ich könnte dann irgendwann mal sowas wie Bachelorette machen? Niemals. Ich denke ja auch so an die Zukunft. Das ist nice, man. Oh. Maus. Was war das denn jetzt? Was war das denn jetzt für eine Aussage? Oh no. Das habe ich jetzt nicht erwartet, dass sie so ein strategisches Gespräch dort führt. Willst du mal Bachelorette werden oder was? Ja, kann ich mir gut vorstellen. Klar, give me more fame. Klar, ich mache alles. Also ich will hier auch gar nicht die wahre Liebe kennenlernen. Ich will more fame. Oh, und das wiederum zahlt so ein bisschen auf dieses andere Konto ein. Dieses, ja, ich suche mir Boys mit viel Reichweite. Ich will noch so Formate, wo ich noch größer werde und so. Irgendwo wollen wir das alle in dieser Branche, denke ich. Aber ich weiß nicht, ich finde, solche Gespräche haben immer einen bitteren Beigeschmack. Vor allem, du bist gerade in einer Dating-Show. Ne? Du kämpfst gerade eh schon mit den Gerüchten, dass du eventuell da vergeben reingegangen bist, ja? Und dann führst du jetzt auch noch so Strategiegespräche, dass du mal Bachelorette wirst. Wie findet ihr das? Wie wirkt das auf euch? Vergiss es. Vergiss es. Ich nehme sie mir selber runter. Ich mag das gar nicht. Ich bin dazu der Romantische. Okay. Wow, kein Problem.
Also das ist nicht böse gemeint, aber ich suche halt einen Mann und keinen Clown. Ui. Okay, und warum warst du da mit Nicola? Spaß. Oder mit dem anderen? So ein Lauffool, Giuliano. Ja, warte kurz. Und warum bist du dann so ein Clown? Achso, okay. Ja, ganz schön direktes Feedback, oder? Für so ein Date. Du, sag mal, du kleine Meckerlisa. Wo ist auch ein Knacks? Ja, hab ich auch. Exklusiv. Oh Gott, Schatz, ey, komm mal langsam klar drauf. Was ist denn bei dir verkehrt gelaufen, sag mal? Ich glaube, dass du weißt, was du tust, aber trotzdem weiß ich nicht, ob es das Richtige für dich ist. Ja, das werde ich herausfinden. Ja, aber das mit dir, das fand ich nicht so cool. Das fand ich nicht so cool. Ach, die ist so schlimm. Sorry, Maus, was ist bei dir verkehrt gelaufen? Ich meine es wirklich ernst, es ist wirklich traurig. Ach, deine Art und Weise, wie du mich anschaust, ist anders, ne? Ja, aber natürlich ist es anders. Oh, ich mag deine Blicke eigentlich. Ja, ich weiß, ich deine auch. Lukas und ich hatten voll den Draht, meiner Meinung nach. Also wir haben uns sehr gut verstanden. Ah, sie ist jetzt bei Temptation Island angekommen. Sie macht so ein Switch-Ding draus. Sie ist so eine Hopperin, eine Showhopperin. Jetzt ist sie auf einmal die Verführerin geworden. Maus, Maus. Sag mal noch bitte, was du denkst. Oh, ist das schlimm. Die biedert sich so an. Krasse Scheiße. So eine hübsche junge Frau. Ich meine es wirklich ernst, ganz schlimm. Und wisst ihr, was das Schlimmste ist? Im wahren Leben passiert das vielen Menschen auch. Die haben erst richtig Bock, wenn sie das Gefühl haben, dass sie nicht gewollt werden. Und das ist schlimm. Schlimm. Der falsche Zeitpunkt. Weil du Hunger hast. Tatsächlich ist, wenn ich Hunger habe, ist das ein großes Problem in meinem Leben. Definitiv, ja. Naja, und das unterstreicht aber wiederum seine Art, weil er will exklusiv sein. Bei diesen Gesprächen geht es null darum, sich besser kennenzulernen im Sinne des Spiels für das Perfect Match, sondern hier geht es einfach nur darum, dass diese Süße nicht damit klarkommt, dass du sie abgewiesen hast und dir und deinem Wesen tut es gerade sehr, sehr gut, das bis an die Kante zu treiben und auf dieses Spiel einzugehen. Und wenn hier keine Kameras wären, dann wäre das der Moment, wo du auch deiner exklusiven Partnerin hier fremdgehen würdest, genauso wie du das deinen Partnerin im wahren Leben antust. Dass sie denkt, dass Nadja falsche Spiele spielt. Die ist ja immer wieder. Du hast recht, es gab einfach Sticheln, ne? Sorry, sowas macht man nicht in einer Freundschaft. Aber du hast doch nicht wirklich gedacht, dass Nadja eine Freundin sein kann. Jetzt mal ganz im Ernst, hast du die mal angesehen? Also sieht so eine Freundin aus, jetzt mal ganz im Ernst? Nur mal so, rein von der Energy und der Aura. Sieht das nach einer Freundin aus? Ich frage für eine Freundin. Asena, Mark, Robin, wie war's denn bei euch? War gut. Es hat uns, glaube ich, nochmal echt zusammengeschissen. Beschissen. Ja. Mhm. Ja. Pia sagt, ey, verkauft ihr das auch wieder für 20.000? Ich glaube, diesmal würden die mehr Finger hochgehen. Angebot, da. Ja. Hier grinsen ein paar Leute schon. Das ist halt sehr, sehr viel Geld. Jetzt geht es darum, schnell zu sein. Die können nicht schon wieder verkaufen. Wenn die so dumm sind und jetzt schon wieder verkaufen, ne? Dann haben wir ein Problem. Weil ich glaube, Arsena und Mark Robin könnten wirklich ein Perfect Match sein. Ich sage es euch, wie es ist. Ich sage es euch. Was meint ihr? Könnten die beiden ein Match sein? Sagt es mir. Wir sehen uns morgen. Tschüssi.